meine Lieben, und herzlich willkommen zu einem neuen Costage Haul. Also heute kein Diamond Painting, denn ich hatte ein Bild bei einer Kooperation gesehen, was ich gerne haben wollte, aber das war leider zu dem Zeitpunkt nicht auf Lager. Und das Bild hat mir aber so gut gefallen, weil ich dachte, hey, das ist zum Üben für mich perfekt, weil es nur aus einer Farbe besteht. Und da habe ich mich ein bisschen schlau gemacht und mal ein bisschen im Internet gefunden und habe einen Shop gefunden. Auf Französisch, der heißt Paint by Number Day. Ja, der war auf Französisch, ist ein chinesisches Dropshipping. Und ja, ich habe mich nicht abschrecken lassen. Insgesamt habe ich mit Versand 25 Euro gezahlt. Ich habe noch ein paar andere Sachen, sind noch mit in den Warenkorb gehüpft, weil ich es einfach irgendwie interessant fand. Und ja, ich würde sagen, wir gucken uns das einfach mal an, was wir hier alles drin haben. So. Ja, also Cross-Stitch ist ja so eine Art neues kleines Sofa-Hobby von mir. Und gerade jetzt am Anfang bin ich halt noch ein bisschen so am Sammeln und Rumprobieren, gerade auch was Zubehör angeht. Aber ich denke, wenn ich dann einmal alles für mich so zusammen habe, dass es passt, dann wird da auch jetzt weniger Einkaufsverhalten mit der Zeit dann kommen. Gerade bin ich noch ein bisschen am Ausprobieren, deswegen werde ich euch auch die ein oder andere Sache zeigen. Ja, deswegen, ich deklariere meine Videos auch immer, ob das jetzt Diamond Painting ist oder ob es sich um Cross-Stitch handelt, weil ich weiß, nicht jeder ist an Cross-Stitch interessiert. Die meisten natürlich Diamond Painting, und es wird natürlich Diamond Painting als Haupthobby immer bleiben. Das wird halt für mich mein Sofa-Hobby, wenn ich einfach mal abends einfach nur auf dem Sofa liegen möchte und mich nicht auf den Tisch setzen möchte zum Painten. Manchmal ist Sofa einfach doch ein bisschen bequemer. Und ja, ich würde sagen, wir gucken einfach mal, was wir hier haben. Ich habe mir wieder so einen Garn-Organizer mitbestellt. Ich finde die wirklich sehr, sehr praktisch und sehr, sehr gut. So sehen sie aus. Hier kann man seine Fäden reinhängen. Die werden dann hier so runtergezogen. Und man kann auch wunderbar hier eine kleine Legende drauf machen. Das schiebt man dann hier so rein. Von diesen Streifen sind immer vier dabei. Die sind immer ein bisschen aus einem stärkeren Papier, schon ganz leicht pappemäßig. Und ja, kann man insgesamt achtmal machen. Ich denke mal, die werden mir komplett ausreichen, weil so viele Bilder werde ich nicht machen. Ich werde eher wahrscheinlich erstmal was anfangen und ja, bis dann was fertig ist, dass man das dann für was Neues nimmt. Dann geht da ein bisschen Zeit ins Land. Die schiebt man dann da so rein und da kann man hier seine Nummern oder die Symbole drauf machen, je nachdem, wie es einem beliebt. Und ja, das ist ein 30er Garn-Organizer und ich finde die wirklich, wirklich top. Geht perfekt. Und ich habe ja auch immer diese Mesh-Taschen, wo ich dann das oder mein Bild drin habe. Habe ich ähnlich wie auch beim Diamond Painting und bei meinem Fuchs, den ich gerade mache. Habe ich das auch so? Da habe ich eine A4-Tasche. Da kann ich den super mit reintun mit dem restlichen Garn und der Vorlage und auch mein Stoff. Und das finde ich echt, echt gut. Ja, deswegen habe ich mir davon noch mal einen geholt. Ich denke mal, da wird noch ein bisschen was einziehen. Ja, weil demnächst möchte ich auch noch das ein oder andere kleine Projekt mit anfangen. Ja, weil da zum Beispiel Backstitch dabei ist und und. Einfach zum Üben und zum Lernen ist ja auch mit dabei. Ja, und dann habe ich hier was gesehen, das hat mir sehr gut gefallen. Seht erstmal, was schön bunt eloxiert ist. Und zwar ist das ein Fadendrinner. Möchte ich auf jeden Fall mal ausprobieren. Kann man hier. Wird es scharf. Hier drin ist halt so eine kleine Klinge. Da kann man anscheinend seinen Faden durchziehen und an der Stelle durchschneiden. Ob das funktioniert, habe ich keine Ahnung. Aber ich dachte, ich will es mal ausprobieren. Und mir hat der hier so gut gefallen vom Muster mit den Blümchen und auch von den Farben. Na, gerade die Seite gefällt mir richtig gut. Die mir ist ja schon fast ein bisschen zu pink. Aber hier haben wir nur ein bisschen lila an, aber sehr viel grün-blau eloxiert. Finde ich wirklich toll. Und deswegen dachte ich, komm, ich probiere es mal.
Und wir schauen es uns an. Dann haben wir hier noch ein kleines Päckchen und da sind nochmal Gangaufbewahrungen drin. Und die gehen bis 60. Dachte ich, probiere ich auch mal aus. Lieber haben als hätten. Ja, irgendwie ist das wie beim Diamond Painting, es ist wirklich so eine Sammelleidenschaft schon irgendwie. Also ich muss da wirklich gucken, dass ich dann halt dann auch ab einem gewissen Punkt sage, ich halte mich zurück, weil wie gesagt, es wird nicht mein Haupthobby werden und ich werde in dieses Hobby jetzt nicht so viel Zeit investieren wie bei meinem Diamond Painting, weil Diamond Painting ist und bleibt einfach mein Steckenpferd. Ja, und dann habe ich mir noch zwei Bilder bestellt, wie gesagt. Das habe ich mir noch mit dazu bestellt, weil ich es ziemlich niedlich fand. Und es ist ein recht kleines Bild in 16x18. Man ist auch bloß ein Teilbild, ne? Hinten das Weiße wird nicht bestickt. Und es ist eine süße Katze in einer Kaffeetasse und sie hat sogar Kaffeebohnen auf dem Kopf. Und ihr seht, das ist ein Bild mit Rückstich. Ich finde jetzt den Rückstich hier jetzt nicht so gelungen. Aber ich dachte mir, hey, das ist etwas, was man wirklich anfangen kann und bestimmt auch irgendwann mal beenden kann, weil es nicht zu riesig ist. Und ich kann ein bisschen Backstitch üben. Wir haben nämlich den Backstitch hier in der Tasse mit einem hellen Braun und nochmal schwarz in der Miets und oben bei den Blättern und bei den Kaffeebohnen. Und ja, deswegen dachte ich mir, ist es vielleicht was für mich? Ich gucke es mir auf jeden Fall an. Wir holen mal alles raus. Und das hier ist 14 Count. Ich denke mal, 14 Count ist für mich das Ideale. Das ist jetzt nicht so klein, dass man es noch auf dem Sofa gut sticken kann ohne Lupe. Und ja, schaut es euch an. Na, das ist echt, echt, echt niedlich. Und ihr seht, das ist mit Vordruck. Man sieht hier auch schon ein bisschen, wo Backstitch hin soll. Bräuchte man jetzt nicht eigentlich unbedingt auf den Druck, finde ich, aber ist immer schon gut angekennzeichnet. Ja, werde ich auf jeden Fall probieren. Also das ist was Süßes, Kleines. Wird bei mir trotzdem ewig dauern, kann ich schon mal sagen. Und was mir hier gut gefällt, das ist nämlich ein Joy Sunday Kit. Und irgendwie mag ich die Joy Sunday Kits, denn da weiß ich, die kommen auf jeden Fall schon direkt abgenäht und abgesteppt zu mir. Was ich hier bei diesen etwas kleinen jetzt ein bisschen blöd finde, ist halt, dass die Legende hier auf dem Stoff sehr, sehr klein gedruckt ist. Durch die Kamera erkennt man es wieder viel, viel besser. Na, aber hier das zu lesen, das ist, fällt schon ein bisschen schwer. Ich denke mal, das ist die 317. Hier die 310. Und hier haben wir auch nochmal irgendwie 300. Aber es fällt wirklich schwer zu lesen, ne? Aber das ist das Gute, wir haben ja noch unseren Vordruck und den gucken wir uns jetzt auch an. Ja. Und es ist wirklich kleiner als 11 Count, ne? Weil mein Bildchen, was ich mir zuerst bestellt habe, mein Fuchsi, an dem ich gerade stick, der ist 11 Count. Aber ich glaube, das ist auch noch wirklich sehr gut machbar für mich. Und das Schöne ist, das tut man nur mit zwei Strands, also mit zwei Fädig sticken über Kreuz und da kann ich halt super die Loop-Methode für den Anfang, für den Start verwenden und ja, deswegen spricht mich 14 Count echt gut an. Ist halt einfach nochmal ein bisschen angenehmer als nur als mit drei Fäden, ne? So, und das hier sind unsere Garne. Wir haben hier sogar zwei Gammkarten. Ich finde es immer schön, wenn es auf diesen Gammkarten kommt. Da stehen hier die Nummern. Die DMC-Nummern. So, und wir brauchen voilà, Stromsparmodus. Ja, für heute wird es reichen. Ja, und das ist ja so ein Faden mit 6 Strängen. Und ja, da kann man ganze 3 davon rausbekommen. Bei vielen haben wir auch immer nur insgesamt einen Faden, wie hier drauf. Ja, es ist alles nur jeweils ein Faden. Finde ich echt süß. Und ja, hier haben wir das
Genauso. Also wir haben von jeder Farbe nur einen Faden. So ein süßes kleines Bild ist das. Aber wir haben ganz schön viele Farben, ne? Das ist, wir haben hier 30, 41 Farben. Wovon aber einige Farben auch für den Backstitch sind. Gucken wir uns aber nochmal genauer an. Die Farben sind ja nicht knallig. Ne? Könnte man denken. Ja, das hier sieht, boah, warum ist das so bunt? Aber das sind einfach nur die Vordruckfarben. Die Farben, die man dann wirklich stickt, sind in der Tat komplett anders. So, und wir gucken unsere Instruktionen mal an. Wie gesagt, hier auf der Rückseite hat man dann nochmal die komplette Anleitung, wie das geht, allerdings auf Englisch. Reicht aber aus. Ich finde, so ein einfaches kleines Kreuzstichbild. Das ist eigentlich selbsterklärend. Wichtig ist immer nur eine Regel, dass man den oberen Faden immer in die gleiche Richtung legt, ne? Also, dass es gleichmäßig ist. So, und das ist mein Bild, ne? Und da sehe ich nochmal richtig schön, was ist was. Wobei hier steht, glaube ich, ist eher so Diamond Painting mäßig. Ah, okay, hier habe ich das nochmal angegeben. Ah, gut, so kann man das nochmal. Aber das sind nicht die Symbole, die man hier drauf hat, ne? Das sollte man ein bisschen beachten. Ich denke mal, hier möchte ich mich nicht so extrem drauf verlassen, dass ich dann immer nochmal hier nachgucke. Ja, das ist ein bisschen unschön, ne? Dass es so klein gedruckt ist. Das muss ich wirklich sagen. Dann haben wir hier noch French Knot. Was ist French Knot? Kann mir jemand erklären, was das heißt? Well, Backstitch, das ist mir bekannt, das kann ich mir vorstellen. Da haben wir ja verschiedene Farben. Zum Beispiel hier die Nummer 4. Es steht 310, das ist das Schwarze. Dann haben wir aber auch noch hier ganz viele andere Farben. Und die sind hier drüben schön mit eingezeichnet. Man hat auch hier im Auge der Katze dann nochmal Rückstiche. Übrigens ist das Papier gar nicht so schön. Das ist so ein bisschen wie Fotopapier. Und das ist so, boah, ich fasse das irgendwie gar nicht so gern an. Ist schon ein bisschen crazy. Ja. Da kann man sich da dann noch ein bisschen das zurechtsuchen. Aber wie gesagt, ich finde es schade, dass wir hier eher so eine Diamond Painting Angabe haben, die anders ist als auf dem Stoff. Ich fände das besser, wenn man das auch hier direkt auf dem Kit hätte. So. Ich glaube, bei einigen ist es auch so, dass man dann beim Vordruck dann diese Zeichen drauf hat. Aber gut, das kann man halt nicht beeinflussen. Das muss man halt wirklich so nehmen, wie es kommt. Wird aber auf jeden Fall probiert. Ist ein süßes kleines Projekt, was ich denke, ich gut umsetzen lässt. Ach so, Nadeln waren natürlich auch dabei. Die sind hier mit dran getackert. Das sind zwei Nadeln. Die sind kleiner als von meinem Elf-Count-Bild. Ist klar. Ich glaube, bei 14 Count haben wir 26er Nadeln. Ja, ich hatte mir einige bestellt und da ich jetzt mir noch ein paar Bilder, vor allen Dingen in 14 Count zugelegt habe, habe ich mir wirklich einige von den 26er Nadeln noch mit zugelegt. Krieg's jetzt gar nicht rein. Jetzt aber fülle ich auch unser Bildchen mit rein und unsere Fäden. Ich finde es immer ziemlich gut, dass die Joysande Kits hier in so einem großen Zipptütchen kommen, wo man halt auch alles gut sieht, wo alles drin ist und was man halt auch wieder wunderschön zusammen machen kann. So kann man das sich richtig gut aufbewahren, finde ich. Also das finde ich richtig klasse. Also die Joysande Kits machen für mich erstmal einen sehr, sehr guten Eindruck. Bei meinem Fuchsi war das anders.
Das kam halt einfach bloß in so einer durchsichtigen Rascheltüte. Und so kann man das einfach nochmal schön wegpacken. Ja, und das ist eigentlich das Objekt der Begierde, worum ich bestellt habe. Auch Joy Sunday in 33x44. Es ist ein Teilbild, das, wenn man stickt, nur was schwarz ist. Und ihr seht, das ist ein Auszug von Alice im Wunderland. Mit unserem Kaninchen, der Alice, der Grinsekatze und auch die paffende Raupe auf ihrem Pilz ist damit zu sehen. Ja, wenn ihr genau hinguckt, ihre Finger sind komisch dargestellt. Es ist in der Tat pixelig, aber ich dachte mir, hey, das Bild hatte irgendwas. Und vor allen Dingen dadurch, dass es nur eine Farbe ist und ich ja wirklich einfach mal für mich eine Routine zum Kreuzstick reinbekommen möchte, habe ich gedacht, ja, ist das für mich ein tolles Bild. Wir holen es mal raus. Auch hier wieder 14 Pound. Ja, meine Farbstränge. Einfach nur 310. Einmal komplett mehrere Bändel. Und natürlich haben wir auch hier 14 Count ist nochmal angekreuzt und hier steht auch, dass man mit zwei Strängen arbeiten soll. Und hier sind auch nochmal unsere zwei Nadeln. Okay, und hier ist mein Bild. Hier haben wir natürlich jetzt eine bessere Angabe. Und hier hat man auch den Dreiviertelstich mit drin. Habe ich mir gestern schon mal ein Video angeguckt. Werde ich probieren umzusetzen. Kommt zum Beispiel hier beim Finger vor. Na, das ist so ein Dreiviertelstich. Da macht man einen halben Stich und einmal so einen Viertelen. Da muss man dann aber in die Mitte des Gewebes reinstechen. Wie gesagt, trotzdem sehr interessant für mich. Hier haben wir das auch nochmal. Also das kommt jetzt nicht so häufig vor, aber halt ein bisschen hier bei den Pfoten der Grinsekatze und bei den Zähnen kommt es noch mit vor. Ja, aber ansonsten ist es einfach bloß drauf lossticken. Hier ist es jetzt grün dargestellt, aber es ist alles schwarz. Ja, ihr seht, wir haben eine Farbe, einmal im vollen Kreuzstich und einmal im Dreiviertelkreuzstich. Unsere Legende. Auch hier haben wir wieder, ja, auch hier ist das wieder mit dem 1. Das ist jetzt diesmal ein bisschen größer. Insgesamt 4 Seiten. Und ich werde auch gucken, dass ich wahrscheinlich das dann immer so Seite für Seite sticken werde. Gehe ich mindestens davon aus. Ja. Ich mag es irgendwie. Ich mag es irgendwie. Ich werde es versuchen, auch ohne Rahmen zu sticken, weil so riesig ist es nicht. Und mit der Einrollmethode, ne, also wenn ich dann hier schon ein bisschen gestickt habe und ich will dann hier sticken, dann habe ich das bei meinem Fuchsi so, dass ich es dann hier so eingerollt habe und dann so in der Hand gehalten habe, wo ich gerade stick. Damit komme ich gerade ganz gut klar. Ob das jetzt so das Richtige ist, könnt ihr mir ja mal schreiben, ob ihr das auch so manchmal macht bei so einfachen Vordrucken. Ja. Könnt ihr mir ja gerne mal in die Kommentare schreiben. Wenn ich das erste Mal anfange mit Abzählmuster, da habe ich mir auch schon ein kleines Projekt überlegt zum Üben für das Heaven and Earth, was irgendwann kommen soll. Da werde ich natürlich mit Rahmen und Ständer arbeiten. Ich habe mir da schon was überlegt, was für mich das Perfekte ist. Darüber werde ich aber mal in einem anderen Video reden. Und ja, da werde ich dann auch noch mal ein bisschen Geld investieren müssen. Aber bevor ich das wirklich mache, will ich erstmal hier mit diesen einfachen Kits ein bisschen arbeiten und gucken, ob ich auch längerfristig Freude dran habe. Ich weiß, abzählen ist dann noch mal eine ganz andere Sache, weil da muss man sich wirklich ein bisschen konzentrieren und, und. Aber ich habe mich da schon ein bisschen informiert. Ich bin mit der lieben Heidi schon in Kontakt und habe sie ausgefragt, ich habe sie ausgequetscht, die Liebe. Und sie hat mir da ganz tolle Antworten geben können, sodass ich für mich da ein bisschen ja, mir Gedanken drüber machen konnte, was ich dann eigentlich machen möchte. Ja, und
Dieses Bild werde ich auf jeden Fall demnächst dann auch direkt anfangen, weil, ja, einfach weil ich Lust drauf habe. Ne? Das ist dann wirklich aber so für die Momente, wenn ich wirklich mal komplett abschalten möchte. Da muss ich mich nicht drauf konzentrieren, welche Farbe, wie, wo, was. Das ist wirklich einfach bloß, wenn ich auf dem Sofa liege und ich bin einfach fertig vom Tag, aber ich will noch ein bisschen Beschäftigung für die Hände haben, dann wird es das Bild. Ich finde es auf jeden Fall toll. Auch das ist ein Joy Sunday Kit. Ja, ich habe jetzt ein paar Kits hier liegen. Das heißt, ich werde auch wirklich abends immer mal ein bisschen dazu greifen, wenn ich auf dem Sofa bin. So eine halbe Stunde am Tag reicht ja aus. Dann passiert da mit der Zeit auch immer was. Aber wie gesagt, ich lasse mir Zeit. Und wenn ich mein Heaven and Earth halt erst 2025 sticke und dann erstmal 24 mich mit solchen Sachen hier beschäftige, dann ist das so, ne? Also die Zeit nehme ich mir auf jeden Fall, aber die Vorlage für mein Heat werde ich mir auf jeden Fall schon mal besorgen, dass ich sie habe. Nicht, dass sie irgendwann mal weg ist und nicht mehr im Shop. Man weiß es nicht. Ja, die Material Packs gibt es ja nicht mehr. Vor kurzem gab es sie noch. Da habe ich gedacht, nö, ich lasse mir Zeit. Ich will erstmal ein bisschen sowas probieren und erst dann bestelle ich mir das Pad. Und ja. Jetzt gibt es sie nicht mehr und jetzt muss ich mir das alles selber zusammensuchen, wenn es dann soweit ist. Aber da möchte ich mich vorher ein bisschen ausprobieren, weil viele raten zu DMC-Garn, gerade bei Heaven and Earth Produkten oder Projekten. Viele haben mir aber auch schon zu CXC-Garn geraten. Ich denke mal, ich werde beides ausprobieren. Ich werde ein kleines Projekt mit CXC probieren. Ich werde ein kleines Projekt probieren mit DMC-Farben. Und ja, dann würde ich sagen, gucke ich einfach mal weiter, wie das wird. Ich werde mich ausprobieren und dann mir einfach meine eigene Meinung dazu bilden, weil der eine sieht es vielleicht so, der andere sieht es so. Und ja, ein Dritter sieht es dann ganz anders. Da muss man ja auch nach den eigenen Befinden gehen. Ja, ihr Lieben, das war mein kleiner Haul von, fällt der Name schon nicht mehr ein, ich muss noch mal auf die Tüte gucken. Paint by Number Day. Auf jeden Fall schöne Sachen. Die kleine Miets, wie gesagt, werde ich irgendwann mal machen. Erstmal werde ich mich wirklich mit dem Fuchs und mit dem Bild beschäftigen. Und ja, wenn ich dann mal ein bisschen Abwechslung möchte, dann wird wirklich mal noch ein Bild mit angefangen, wo wir dann auch Backstitch mit drin haben. Ich glaube, das ist eine ganz gute Sache. Wie gesagt, wenn ich mal einen ganzen Monat nicht sticke, dann ist das dann halt auch so. Aber ich muss wirklich sagen, ich habe da ein bisschen Blut geleckt, es macht mir Spaß. Und so zur Entspannung auf dem Sofa mag ich das ziemlich, ziemlich gerne. Okay, ihr Lieben, dann war es das schon. Ja, in Form von Vlogs werde ich euch ein bisschen auf die Reise mitnehmen. Die kommen dann aber eher selten. Ich werde immer alles ein bisschen zusammenschneiden. Ja, und das ist dann auch ausgeschildert, ob das jetzt ein Vlog ist, wo es nur ums Sticken geht, ob es da ums Sticken, Diamond Painting und vielleicht auch ein bisschen um Erlebnisse geht. Da überlege ich mir halt noch was, wie ich das machen werde. Aber sowas in der Art wird auf jeden Fall kommen. Paint mit Wies, Stickt mit mir ist eher weniger, weil ich glaube, das ist mir dann auch zu viel Aufwand. Aber so mindestens meine Fortschritte und alles, das, ja, da nehme ich euch auf jeden Fall mit. Also, ihr Lieben, ich danke euch, dass ihr mit dabei wart. Die Produkte, die ich gekauft habe, wenn ich die Links noch finde, stelle ich euch unten in die Beschreibung rein. Und ja, wie gesagt, das ist keine Kooperation, das ist wirklich selbst gekauft, weil ich so großes Interesse an diesem Bild hatte. Und ja, dann werden wir einfach sehen, wie es läuft. Ciao, ihr Lieben, bis zum nächsten Mal.